Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Skull & Bones. Eine weitere Schatzjagd steht an. Diesmal innerhalb der Hauptquests angelegt. Und zwar halsabschneiderische Geheimnisse. Das ist der Name der Quest, den wir hier auch in unserem Quest-Journal. Und dazu gibt es eine Schatzkarte. Und diese Schatzkarte führt uns genau an diese Stelle, wo ich mich hier gerade bereits befinde. Wie gesagt, das Hauptquest kann man daher nicht verpassen. Passiert ganz automatisch im Spielverlauf, dass ihr auf diese Schatzkarte stoßt. Dann müsst ihr hier hin. Von der Route her solltet ihr auch am besten, also hier ist unser Startpunkt, ne? St. Anne wie immer. Und dann hier ruhig auch hier oben durch diese Tunnel durchfahren. Also Tunnel, Blödsinn. Also diese Route hier, diese Meerenge, sage ich mal hier, nutzen, weil das die ungefährlichere Route ist, als wenn ihr da von unten ankommt oder so. Dann sollte euer Schiff schon wieder ein bisschen stärker sein, auf alle Fälle, um da durchkommen zu können. Ich glaube, das sind so Level 6 Schiffe, die da im Weg sind. Dann deswegen lieber diesen kleinen Weg da durch. Und dann vom Strand aus geht es diesen Weg wieder einmal Richtung Siedlung sozusagen. Wir sehen wieder die Kochstelle vor uns. Da biegen wir dann wieder rechts ab und gleich wieder rechts und kommen dann geradeaus gleich zum Schatz hin. Das war's. Mehr ist hier nicht zu tun. Ich hoffe wie immer natürlich, dass euch dieses kleine Video geholfen hat, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es nicht bereits schon getan habt. Dann verpasst ihr hier natürlich, wenn ihr die Glocke aktiviert, kein weiteres neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.